Aloha, meine lieben Wagen. Wir kommen hier zur Januarlegung für Januar 2023, genau, fürs Waage-Kollektiv und alle, die sich für die Waagelegung interessieren. Wir beginnen mit den Weisheitskarten, um eine Grundenergie erstmal herauszufiltern, worum es hier geht. Danach kommen wir in die Legung. Ich lege 7 Karten aus und noch 7 Klärungskarten vom Leitseherstarot. Danach gibt es natürlich, da gibt es natürlich auch die, das Coming Out, ne? Und wir gehen nochmal mit den Karten von Ciro Manchetti in die Legung und gucken, wie sich das Ganze irdisch bei dir darstellt. Und zum Schluss gibt es noch einen Impuls, wie du mit der Situation am besten umgehen kannst. Da lasse ich mich dann intuitiv führen. Mal schauen, da kann ich jetzt noch nicht sagen, welche Karte ich nehmen werde. Mal schauen. So. Für das Waage-Kollektiv für Januar 2023, liebes Universum, bitte gib uns eine eindeutige Botschaft. Was ist hier die Hauptthematik, die Hauptsituation für das Waage-Kollektiv im Januar 2023? Da ist sie schon. Höhere Macht. Ja, interessant. Ich hatte schon bei den anderen Sternzeichen gesehen, 2023 ist ja in der Quersumme die 7. Da geht es um die Anbindung an den Kosmos, an das Universum. Und auch hier haben wir genau oben an der Stirn eine Art Schloss, wo ein Lichtstrahl ja reinfällt, wo man vielleicht ja, Informationen aus dem Universum bekommt, Klarheit bekommt, also ein Wissen aus der geistigen Welt. Hier sind so Flügel dran, ne, die einen leicht werden lassen, die einem das Leben auch leichter begehen lassen. Die 4 spricht ja von Stabilität, von Manifestation. Also, was manifestierst du dir? Ich lese ganz kurz die allgemeine Information dazu durch. Ich lese nicht alles durch. Im bewussten Kontakt mit einer höheren Macht sein, die Gegenwart des Göttlichen. In allem die Kraft des Ursprünglichen wahrnehmen und eine Partnerschaft mit dem göttlichen Prinzip eingehen. Genau. Also die wissen das halt doch oft manchmal besser als wir selber. Diese Karte erinnert dich daran, dass du mehr bist als jemand mit dem Wunsch weiterzukommen und für sich selbst und andere die Dinge voranzubringen. Du besitzt eine unsterbliche Seele und dir ist ein Menschenleben geschenkt, durch das hindurch sich eine höhere Macht bekunden kann. Es gilt jetzt, dir deiner Verbindung mit dem Göttlichen bewusst zu sein und sie durch Gebet und Meditation zu festigen. Also worin besteht für alle das höchste Wohl? Wie kann ich ihm dienen? Ne, also hier geht es darum, wirklich mal das Ego rauszunehmen und auch darauf zu vertrauen, dass dein Leben einem Plan folgt und dass, ja, dass du stets halt auch beschützt bist und unter einer göttlichen Führung bist und dass du dich jetzt auch der Frage vielleicht zuwendest, was dein Platz in deinem Leben ist und was du eben da auch bereit bist für zu tun. Man sagt ja immer, ne, es gibt ja dieses Bild von dem Menschen und dem Gott und die sich die Finger reichen. Also wenn du dem Göttlichen den halben Weg entgegenkommst, dann begegnet man dir auch auf halbem Wege und hilft dir bei deiner Wunscherfüllung, vorausgesetzt eben du verstehst auch, dass du die Dinge nicht alleine bewerkstelligen kannst, sondern eben da auf die Unterstützung aus dem Universum hier hoffen kannst. So, ja, warum soll der Einfluss bei euch anders sein als bei allen anderen bei einem spirituellen Jahr, wo es wirklich um Urvertrauen auch geht, wo wir wieder reinkommen dürfen? So, wir schauen, was ist hier los beim Waage-Kollektiv im Januar 2023. Ich lege die Karten aus und gehe erst zum Schluss in die Deutung. Ihr müsst bloß aufpassen, an einer Stelle werde ich auch die Herausforderung zeigen. Das ist die Karte unter dem Kartendeck, die sich da zeigt. Los geht's. Der Stern, Königin der Kelche, der Eremit, die Kraft. Die 6 Stäbe, Ritter der Kelche und die 8 Stäbe. Unterm Kartendeck als Herausforderung die 6 Münzen.
Hier geht es um das Geben und Nehmen, um das auf Augenhöhe miteinander kooperieren. Es geht auch um Investieren. Was investierst du in dich, in deine Kraft? Wo gibst du deine Kraft hin? Wo verschenkst du dich vielleicht auch? Siehst du auch den Gegenwert in dem anderen? Und bist du auch fair im Umgang miteinander? Das sind so die Thematiken, die sich hier zeigen. Und scheinbar liegt da eine Herausforderung für dich drinne, in dem ja, fairen Geben und Nehmen. Die Waage hat ja sowieso immer so ihr Ach und Je mit den Gerechtigkeiten und mit der Ausgeglichenheit und neigt ja manchmal in manchen Phasen ja, zu dem einen Extrem und dann mal wieder zu dem anderen Extrem. Da schau mal bitte auf deine persönliche Situation. Es geht scheinbar auch darum, hier wieder eine gewisse Stabilität reinzubekommen. Und wir gucken mal, wie die Sache hier ausgeht. Da haben wir den Buben der Münzen und die sechs Schwerter. Aha, wir kommen also von den sechs Schwertern irgendwann mal hoffentlich zu den sechs Münzen. Worum geht's hier? Ah ja, die neun Kelche. Neun Kelche sprechen von dem inneren Frieden. Also ein Geben und Nehmen, was zu einem inneren Frieden führen sollte. So, dann nehmen wir uns die Karten vom Leitsies Tarot. Also ich nehme sie, ihr schaut zu, ihr fühlt in euch rein oder guckt mal einfach nur zu und dann legen wir weiter aus. Merke hier schon so eine gewisse Störrigkeit in den Karten. So, die Klärungskarten. Die Königin der Kelche, 10 der Schwerter, 4 der Münzen, 5 der Münzen. Ich dachte, es kommt 6 der Münzen. Nein, König der Stäbe, die Welt und der Tod. Unterm Kartendeck als Herausforderung die Kraft, die sich hier auch schon zeigt. Das kann zum einen ein Löwe-Sternzeichen sein, also eine Person, die im Sternzeichen Löwe ist, oder eine, ja, ein mutiges Voranschreiten. Vielleicht spricht es auch für so eine gewisse Sanftheit, dass du dieses Animalische hier aus dir rausnimmst und eher in deine Sanftheit kommen darfst. Oder eben genau das Umgekehrte, dass du jetzt hier gefordert bist, mal ja auch mal das Animalische in dir zu leben oder wahrzunehmen und nicht immer zu unterdrücken. Aber das werden wir hier noch herausfinden, worum es geht. Auf jeden Fall scheint die Kraft eine Herausforderung zu sein. Vielleicht musst du hier große Kraftanstrengungen bewerkstelligen. Wir haben hier den Magier, da geht es um den Fokus einer Sache. Ja, wir haben ja hier schon die höhere Macht mit der Manifestation. Also scheinbar brauchst du hier sehr viel Willensstärke und Kraft, um hier etwas zu manifestieren. Und hier geht es scheinbar davon, von etwas emotional Abstand zu gewinnen. Ne? Ja, schau mal, da haben wir schon die sechs Stäbe. Sieht schon ganz gut aus. So, Outcome, die drei Kelche und die vier Kelche. Na. So, dann gehen wir mal in die Deutung rein. Die ganze Legung beginnt ja hier schon mit der Karte der Stern. Das ist eine große Arkane, also eine der Hauptenergien. Und da geht es halt um Heilung, um Klarheit und man sieht das ja auch sehr schön, ne? Sie hat ja hier ihre Narbe und ihre Wunden, ihre Blessuren, aber sie hat diesen Prozess eben hier auch überwunden. Auch darunter die Klärungskarte, die Königin der Kelche spricht von Heilung. Man ist in so einer Selbstliebe angekommen und in so einer Akzeptanz. Man gibt die Sorgen regelrecht an die geistige Welt ab, ist mit seinen Gefühlen verbunden und ja, man hat seinen Kelch für sich gefüllt und erkannt und man ist beschützt, ja, und geheilt. Also die Königin, die Kelche, die hat schon einigen Schmerz erlitten und ist auch sehr feinfühlig und kann sich auch gut in andere hineinversetzen.
Ich glaube, der wichtige Aspekt ist hier, dass sie wieder Teile in sich integrieren konnte. Also irgendwas ist hier quasi auch verloren gegangen. Da muss viel Herzschmerz mit dran gehangen haben, der jetzt hier in einen inneren Heilungsprozess, in die Heilung gekommen ist. Wir haben ja hier gegenüber den Tod liegen. Das ist die Wiedergeburt. Ne? Also, dass jemand wirklich hat den Prozess der Heilung durchlaufen, ist in seiner Selbstliebe angekommen und damit in so einer Art Wiedergeburt, so würde ich die hier deuten an der Stelle. So, die Königin der Kelche zeigt sich auch hier oben als Hauptenergie und darunter die 10 Schwerter. Das heißt, sie hat aus Selbstliebe auch für sich jetzt diesen Prozess, diese verletzende Phase abgeschlossen. Da gab es wahrscheinlich eine Auseinandersetzung, die ziemlich viel ja, mit harschen Worten, mit Verletzungen zu tun hatte. Und die Königin der Kelche ist aber daran gewachsen und sagt, ja, das bin ich, dafür stehe ich und sorgt sich um sich, kümmert sich um sich. Und ja, ist eben ja, wie so ein Diamant, ne? Geschliffen. Man sieht den hier so schön im Hintergrund. Sie ist sich ihrer Gefühle vollkommen bewusst. Und weiß, was ihr Herz erfüllt. Ne? Und das, was die Königin der Kelche wahrscheinlich damit auch vollzieht, ist hier einen neuen Kreis der Kraft zu betreten. Das ist so diese Erneuerungsenergie, die hier drin steckt. Ne? Der Eremit zeigt mir, dass hier nochmal ein Rückzug angesagt ist. Ja, man zieht sich vielleicht hier aus einem gewissen Umfeld zurück, man sorgt für eine innere Stabilität. Es kann allerdings auch sich hier um finanzielle Angelegenheiten drehen, wo man jetzt nochmal sich Rat holt und um hier kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Man kommt hier aus diesem Mangel raus und wieder in seine Kraft, in seine Lebenskraft. Vielleicht hat das auch was. Nicht nur mit Emotionen zu tun, sondern auch auf finanzieller Ebene kommt man wieder zu Kräften. Ja, ne, die 5 der Münzen, das ist so dieses Tal der, nee, wie soll ich sagen, Mimimi-Karte, würde ich mal sagen. Aber du findest hier den Schlüssel, was dir Kraft gibt und du baust dich halt wieder auf. Aber es braucht halt auch seine Zeit. Ne? Es ist auch so der Hinweis, hab Geduld und ja, beziehe hier wirklich die höheren Mächte mit ein. Das wirst du auch schaffen. Wir haben hier die 6 Stäbe. Das ist so die Überwindung einer Angelegenheit. Und wenn ich schaue, was du überwindest, dann kann das sein, dass du diesen Rückzug hier auch überwindest. Wenn der Eremit für dich hier die Phase des Rückzuges war, dann zeigst du dich jetzt wieder und du wirst auch gesehen. König der Stäbe steht für ja, das kann zum einen ein Feuerzeichen sein, Widder, Löwe, Schütze, der hier jetzt wahrgenommen wird, oder du bist derjenige, der jetzt hier mutig voranschreitet, weil mir hier auch diesen Löwen, der sich hier wiederfindet, dass du jetzt einfach hier in deine Kraft kommst, auch mutig die Wege zu gehen und dich zu zeigen, aus deinem Rückzug rauszukommen und dich dafür einzusetzen, dass du hier deinen Erfolg auch einfährst. Ich weiß ja nicht, was du dir manifestiert hast, worum geht es bei dem Erfolg? Wenn mir viel der Münzen, wo es um Besitz und Einkommen geht, um vielleicht dass du das berufliche Feld oder dein Umfeld verlässt, das kann auch der Punkt sein, dass du sparsam sein musst in manchen Dingen. Wir haben ja die Rune Odala, die steht ja auch für Familie. Vielleicht überwindest du hier jetzt eine familiäre Situation und kommst hier jetzt wieder in deine Kraft. Als nächstes haben wir hier den Ritter der Kelche mit der Welt und das kann ein Hinweis darauf sein, dass da ein Ritter der Kelche auf dich wartet. Vielleicht ein Date, eine Bekanntschaft. Die Welt steht auch für Internet. Also da könnte auch eine neue Bekanntschaft für dich anstehen. Und da wir hier die Königin der Kelche haben, ist das wirklich eine sehr, sehr liebevolle Begegnung, wo man, ja, vielleicht ist das auch eine jüngere Person für dich.
Denn es ist ja nicht der König, ne? Also da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung bei dem Ritter der Kelche. Oder es ist eben so ein zaghafter, ja, dass man nicht gleich so in die Vollen geht, sondern erstmal nur ein Kompliment macht, ne? Aber ne, da kommt eine frische Energie rein, wo sich eben hier ein komplett neues Lebensgefühl zeigt. Du kommst hier in andere Kreise dadurch. Vielleicht, ja, wie gesagt, es könnte eine Internetbekanntschaft sein. Hier kommen Dinge zur Vollendung. Du kannst dadurch mit einem alten Zyklus abschließen und beginnst hier auch einen neuen und den recht kraftvoll. Hier kommen die Dinge in Bewegung, hier gibt es eine Kommunikation und die führt dann hier auch zu Klarheit und zu einer Heilung, zu einer, man sieht wirklich der Klarheit ins Gesicht und man findet wieder den Boden unter den Füßen und das gibt einem die Kraft, hier weiterzugehen, ne? In die Bewegung zu kommen. Wo, wie gesagt, hier vorher Dinge stagniert, ne? Die 5 der Münzen ist auch so eine Stagnationskraft. Hier kommt jetzt wieder Schwung rein, hier kommt Feuer rein. Also hier gibt es wirklich, das kann ziemlich schnell passieren, dieser Prozess, dieser Transformationsprozess, der hier stattfindet. Wir klären das noch. Gucken wir mal weiter. Bube der Münzen und 3 der Kelche. Der Bube der Münze steht ja für ja, das Potenzial, für neue Projekte, für Ideen. Da hat man dann schon vielleicht auch einen ersten Erfolg, einen kleinen. Der Junge hat sich ja schon seine Sandburg gebaut, die er vielleicht auch später mal in echt bauen möchte. Hat er schon so einen Entwurf davon, eine Idee, wie das alles mal werden kann. Und da steckt halt viel Potenzial drin, ne? Der ist noch so ein bisschen verträumt, aber das hat schon irgendwo alles Hand und Fuß. Und 3 der Kelche spricht ja von einem Umfeld, auch von Feierlichkeiten. Vielleicht hat man hier schon ersten Erfolg zu feiern und oder man hat eine Feier, wo man sich trifft. Du bekommst mitunter auch Zeichen, was in deinem Leben bodenständig, tragfähig ist, wo es sich lohnt, beständig dran zu arbeiten, in welchem Umfeld es sich lohnt, beständig Energie reinzugeben. Ne? Das kann auch, wie gesagt, ein neues berufliches Umfeld sein, wo viel Potenzial drinne liegt. Was haben wir hier? 6 der Schwerter und die 4 Kelche. Ja, irgendwas langweilig oder geht dir echt tierisch auf die Nüsse und deswegen begibst du dich jetzt hier in ruhigere Gewässer. Also das heißt, du setzt dich wirklich in Bewegung und distanzierst dich da von irgendwelchen Konflikten, die es gab. Das könnten hier diese Geschichten gewesen sein, die hier ziemlich viel, ja, Schmerz und schwere Gedanken verursacht haben, Mangelgefühl. Vielleicht hat dir hier etwas viel Kraft gekostet und dem sagst du jetzt hier wirklich eine Absage. Oder du kriegst hier ein Angebot, wo du sagst, nee, sorry, also das will ich nicht mehr. Ja. So, wir klären das jetzt mal genau, gucken mal rein, was hier los ist. Liebes Universum, bitte kläre für uns die Legung für das Waage-Kollektiv für Januar 2023. Was ist denn hier mit dem Stern und der Königin der Kelche? Was hat es damit auf sich? Da haben wir den Anker. Ja, der Anker steht eigentlich klassisch für Beruf. Das können aber auch eben die Dinge sein, ja, woran man lange festgehalten hat, wo man sesshaft geworden ist. Vielleicht, da wir hier den Stern und die Königin der Kelche haben, nehme ich es eher so wie so ein Sprengen der Ketten wahr, was zu einer Heilung führt. Ne? Wir haben auch die Fische, das ist auch diese Wasserenergie, die haben wir ja beim Stern auch. Also es geht darum, sich hier auch emotional von etwas zu befreien. Es fühlt sich so ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag an. Ne? Die 3 steht ja zum Ausdruck bringen. Und die 5 sind die Veränderungen. Die 8, also insgesamt macht die 8, das ist so wie eine innere Ordnung, ja, herstellen. Auch die Schöpferkraft steckt da drin in der 8. Neue Entscheidungen treffen, heilsame Entscheidungen treffen, für sich eine Entscheidung treffen. Ne?
Wobei wir jetzt hier nicht unbedingt einen Aspekt der Entscheidung drin haben, aber schlussendlich ist es dieses, wie du dich, ich glaube, das ist auch schon vorangegangen. Ich weiß nicht, ob das hier unbedingt jetzt im Januar passiert oder ob das schon vorher im Dezember oder vorher passiert ist. So, Königin der Kelche und die 10 Schwerter, liebes Universum, womit hat es hier auf sich für unser Waage-Kollektiv für Januar 2023? Wie geht es? Die Lupe, du lässt die Dinge auf dich zukommen. Genau, du bist die Königin der Kelche, du rennst hier niemanden hinterher und du schaust dir die Dinge genau an. Du manifestierst dir auch die Dinge, konzentrierst dich, fokussierst dich auf deine Ziele und auf alles, was dir Herzensfreude bereitet, ne? Was dir Leichtigkeit bringt, was dir wahre Liebe bringt, wahre Fülle bringt, darauf fokussierst du dich. Ja, die 44 ist ja auch sowas wie eine, ja, Masterzahl, also da darfst du gerne mal googeln, wofür die 44 steht. Ich denke, dass das ist ja doppelt vier, also zweimal die Manifestation. Vielleicht ist es wirklich das, was auch die Karte Höhere Macht ja schon sagt. Gemeinsam schafft man das eben besser, so ein bisschen wie bündeln, ne? Den Fokus nochmal genau draufsetzen. Ja, visualisieren, sich die genau vorstellen. Ja, was macht eine Lupe? Eine Lupe vergrößert das. Das Blickfeld erweitern vielleicht, die Dinge detaillierter vorstellen, mit allen Sinnen. Wie fühlt sich das an, was du dir da wünschst? Was siehst du? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Also ich weiß ja nicht, was es ist, aber welche Konsequenzen hat das? Was ändert sich dadurch? Stell dir wirklich alles kompakt vor, mach dir ein Vision Board. Such dir Bilder, die du dir quasi an einer Pinnwand oder so pinnst oder an Kühlschrank und hol dir die Dinge immer wieder ran, ne? Immer wieder ins Gedächtnis holen auch, dass das sich bei dir manifestiert, in dir manifestiert. So, der Eremit und die 4 Münzen. Liebes Universum, worum geht es hier beim Waage-Kollektiv mit den Eremiten und den 4 der Münzen im Januar 2023? Die Schlange, da haben wir wieder die 7 und wir haben die 8. Das ist das Zeichen der Unendlichkeit. Das sind manchmal auch die Umwege, die wir gehen. Das ist auch die Heilung, ne? Ich hatte vorhin gesagt, dass hier der Rückzug drauf liegt. Vielleicht musst du dich hier noch mal kurzzeitig zurückziehen, um in die Heilung zu kommen, um gewisse Dinge für dich davon zu distanzieren. Vielleicht bist du auch tatsächlich krank im Januar wegen irgendwas und brauchst mal einen Moment Rückzug, wo du ja, dich nur auf dich fokussierst. Da es aber hier um die höhere Macht ging und deine Manifestation, denke ich, dass es darum geht, dass hier mit der Schlange du dich von den Dingen distanzierst, die dir nicht mehr gut tun. Ne? Die Schlange, das kann auch das Gift sein. Weil die 4 der Münzen steht ja für Rückzug aus einem Umfeld. Vielleicht holst du dir da auch nochmal Rat, der dir hilft, da etwas zu heilen. Ansonsten der Eremit ist ja immer derjenige, der so das Licht hochhält und der den Weg weist. Und da darfst du, möchte ich dich gerne einladen, auch zu horchen, wie reagiert dein Körper, ne? Die Schlange steht immer so für den Gesundheitszustand auch. Wie reagiert dein Körper auf bestimmte Situationen und wann ist es dann besser, bei dir zu bleiben oder deine Ressourcen zurückzuhalten, sagen wir es mal so, dich nicht zu verschenken, sondern deinen Wert zu erkennen und dass du in deiner Stabilität bleibst. Ansonsten kann die Schlange eben auch dafür stehen, dass du hier neue Entscheidungen treffen darfst. Ne? Habe ich auch schon oft gesagt, bei der 8 hier an dem Punkt abgleichen mit Soll und Ist in deinem Leben, dir das genau anschauen und hier an der Stelle dann neue Entscheidungen treffen, die dich wieder in die Stabilität bringen.
So, die Kraft und fünf der Münzen. Worum geht es bei der Kraft? Da haben wir den Mond. Ja, vielleicht warst du lange Zeit in diesem Mangelgefühl, dass du das Gefühl hattest, dir fehlt irgendwas und du kannst nicht so, wie du willst. Und dieser Zyklus, der wird jetzt hier abgeschlossen. Ja, du findest hier den Schlüssel und befreist dich, befreist deine Lebenskraft. Und ja, der Mond steht auch für Erfolg mitunter. Also, das wirst du auch erfolgreich schaffen. Ne? So sehe ich das. Ja, klar, der kann auch für Blockaden stehen. Die sind da sicherlich. Aber da wir hier als Hauptenergie die Kraft haben, sehe ich das so, dass du hier einen Zyklus abschließt. Und das ist ja auch sehr stimmig mit der Welt. So, König der Stäbe und Sechs der Stäbe. Oder umgekehrt, Sechs der Stäbe und König der Stäbe. Was ist hier los beim Waage-Kollektiv im Januar 2023 mit den Sechs Stäben? Was sind hier die Sechs Stäbe mit dem König der Stäbe? Aha, hier geht es um den, es ist der Park. Der Park steht für öffentliche Treffen, für öffentliche Veranstaltungen. Das kann auch das Internet sein. Vielleicht lernst du jemanden übers Internet kennen, der im Feuerzeichen ist. Oder du siehst im Internet jemanden, der mit Feuerzeichen zu tun hat. Hier kann auch sein, dass hier ein Treffen ansteht, wo du dich hier drüber freust und auch so ein Stück Feuer und Flamme bist, ne? Das ist so eine Überwindung. Vielleicht musst du dich auch überwinden in der Öffentlichkeit, jemanden zu treffen oder dich in der Öffentlichkeit zu zeigen, muss hier mutig sein. Schauen wir mal, was ist denn oder wer ist denn hier der Ritter der Kelche mit der Welt? Da haben wir den Brunnen. Der Brunnen ist der Wunschbrunnen. Was hast du dir denn manifestiert? Kann ich da nur sagen. Ne? Also da kommt eben etwas zutage und da geht es um die Manifestation. Was hast du dir manifestiert? Was hast du dir gewünscht? Und dann erscheint das natürlich auch. Und da geht die Sonne auf. Ne? Der Wunschbrunnen zeigt sich da. Supi. So, acht der Stäbe und der Tod. In dem Fall würde ich sagen, die Wiedergeburt. Worum geht es hier für das Waage-Kollektiv im Januar? Der Bär. Der Bär steht für Klarheit, genauso wie die Karte der Tod. Kann aber auch etwas unterkühlt sein. Die acht Stäbe steht ja auch für die Kommunikation, die da auf einen zukommt. Der Bär steht auch für den Ex-Partner. Ich glaube, dass es hier eine Kommunikation gibt, wo es jetzt ein ganz klares Ende gibt. Also eine ganz klare, einen ganz klaren Abschluss. Dass man hier etwas in die Wege leitet. Ja. Ja, die 15. Bei 5 geht es ja auch um Freiheit. Bei der 1 um die Einheit. Und die 5, da spricht man auch von Veränderung. Auch hier haben wir zusammen die Veränderung mit der 4 und der 1. Also hier verändert sich etwas. Und es ist eben ganz wichtig, dass du im Januar dir darüber klar bist, was du in deinem Leben manifestierst. Eigentlich schon im Dezember geht das schon los, ne? Dass du dich von den Dingen befreist, die dir immer wieder Schmerzen zuführen und dass du hier zu so einer Festigkeit kommst, zu so einer inneren Stabilität eben. So, Bube der Münzen und drei der Kelche. Worum geht es hier für das Waage-Kollektiv im Januar 2023? Die Wege. Also hier gilt es, Entscheidungen zu treffen. Du bekommst hier Zeichen der geistigen Welt, wo Potenzial ist und wo kein Potenzial ist.
Dann haben wir hier die sechs Schwerter und die vier Kelche. Worum geht es bei den sechs Schwertern und den vier Kelchen? Da haben wir den Kompass, steht für die Neuausrichtung. Genau das sehen wir ja auch. Du begibst dich jetzt in ruhigere Gewässer und richtest dich neu aus, entscheidest, was du nicht mehr in deinem Leben möchtest. Und damit veränderst du eben auch vieles in deinem Leben. So, dann hätte ich gerne noch eine Karte zur Lektion der Seele für das Waage-Kollektiv im Januar 2023. Welche Lektion dreht es sich im Waage-Kollektiv im Januar 2023? Da haben wir hier die Karte Frieden. Ich bin ein Wesen der Liebe und lasse alle negativen Energien los. Das ist das, was wir hier vorne erzählt haben, ne, mit den Ketten sprengen und dem Heilungsaspekt. Dann haben wir hier Lebenssinn. Ich weiß, wozu ich hier bin und was ich zu tun habe. Auch sehr schön. Das ist ja, dass du dann auch weißt, was du hier manifestierst in deinem Leben und wo du eben hin willst. Disziplin, was ich mir vornehme, das kann ich auch erreichen. Ja, das ist so die typische König der Stäbe-Energie. Ja. Und wir haben Urteile. Ich erkenne, dass alle Menschen ihren eigenen Weg und ihre ganz persönlichen Herausforderungen haben. Genau. Ja, du wirst wissen, in welcher Angelegenheit du vielleicht über den einen oder anderen geurteilt hast, warum der so ist, wie er ist und so entscheidet. Oder wo du über dich selber geurteilt hast, warum du immer deine Ziele nicht erreichen konntest oder immer wieder in irgendwelche, ja, Streitigkeiten dich hast einfangen lassen. Und in dem Moment, wo du diese Urteile rausnimmst und annimmst, alles annimmst, die Menschen so annimmst, wie sie sind, die Situation so annimmst, ne, das ist so diese Energie von der Königin der Kelche. Das ist so ein Annehmen, aber auch Empfangen. Und damit weißt du dann aber auch, was zu tun ist. Und du kriegst auch dieses Urvertrauen wieder, dass du alles erreichen kannst. Ne? Dem Moment, wo du dich auf Liebe und auf Frieden ausrichtest, ja, dann nimmt dein Leben auch wieder, findet dein Leben auch wieder einen Sinn. Ja, ja, sehr schön. Dann entlasse ich euch so in den Januar. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder das Glöckchen betätigen oder ein nettes Kommentar. Wenn dann die Kommentarfunktion noch aktiv ist, das überlege ich noch, ob ich die ja einstelle. Mal sehen. So, ansonsten schaut euch gerne die Jahreslegung an oder die Wochenbotschaften. Ich werde auch für die Rauhnächte Videos reinsetzen. Die sind zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Wer jetzt hier in dem Prozess nochmal was Altes loswerden möchte, verarbeiten möchte und das Neue begrüßen und mit frischer Energie ins neue Jahr starten möchte, der kann sich das gerne anhören. Ja, ihr seid ja da frei, ne? Vollmond und Neumond Videos gibt es von mir. Ja, ich freue mich auf euch. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Bye bye, eure Tine.